Hallo ihr Lieben, ja und da geht's weiter mit dem nächsten Tageslicht für Mittwoch, den 17. August 2022. Was haben wir hier? Lasst uns gleich starten. Das Ass der Schwerter. Schon wieder ein Ass, ne? Wir hatten ja schon das Ass der Stäbe, jetzt das Ass der Schwerter. Ja, die Chance für Klarheit und Wahrheit, Entschiedenheit. Eine Entscheidung zu treffen, ja, vielleicht auch ins Gespräch zu gehen, die Wahrheit auszusprechen, ja, zu sich selbst auch ehrlich zu sein, ja. Ja, vielleicht kommt das an dem Tag auch, ne, auf Ehrlichkeit drauf an, ne. Ja. Schauen wir mal noch, was zeigt sich hier im Lenormand. Ha, ha, der Herr. Er, na sowas. Der steht für dein Gegenüber, ne, aber es kann auch in sämtlichen Bereichen ein Gegenüber sein, nicht nur in der Liebe. Ja, bitte nicht nur da auf die Liebe begrenzen, aber das steckt da schon auch mit dabei. Der Herr steht natürlich auch für deine Tatkraft, ne, dein Engagement, ja, ganz entschiedenes Engagement in einer bestimmten Sache, ja, dass du da ganz entschieden auch etwas angehst, ne, kommunizierst, klärst. Ja, vielleicht gibt es an dem Tag, ne, vielleicht hast du behördliche Gänge zu regeln oder, naja, steht schon länger vielleicht auch etwas an. Hier kannst du es jetzt klären. Ne? Hier ergibt sich eine Möglichkeit, eine Chance, ne, es tatkräftig anzugehen. Hast du selber einfach auch so die Klarheit, ne? Bist du selber ganz klar und aufmerksam und ja, hell, ne? Hast auch eine Idee dafür, bekommst sie. Ja, ergeben sich vielleicht zufällig auch bestimmte Gespräche mit Gegenüber, ja, wo auch immer, ne? Also, ich weiß nicht, was du jetzt hier vielleicht auch gerade klären möchtest, ne? Vielleicht auch eben amtlich oder beruflich. Ja, vielleicht hat ein Kollege. Das muss auch nicht nur Mann sein jetzt, ne? Das kann Mann oder Frau sein, aber na, jemand einfach auch in vielleicht in tatkräftiger Energie. Ne? Hat eine bestimmte Idee auf Arbeit, im Team. Oder hat ein Gegenüber eine gute Lösung, ne, für, ja, für eine Frage, die du hast? Ja. Ja, kommt es zu Gesprächen aber auch mit einem Gegenüber? Ne? Ja, natürlich auch in der Liebe, ne? Auch für die Liebe trifft dieses Gegenüber natürlich zu. Ja, gibt es hier vielleicht eine klare Entscheidung füreinander, aber es kann genau auch ein klarer Cut sein. Bringt ein Gespräch hier miteinander auch Klarheit hinein ins Miteinander. Offenbart dir jemand, also dein Gegenüber, auch etwas, ne? Und ja, leuchtet dir dann einfach eine bestimmte Entwicklung vielleicht auch ein. Kommt es vielleicht auch zu gerichtlichen Entscheiden, ne? Urteilen hinsichtlich eines Gegenübers, ne? Vielleicht aber eben auch zu einem klaren Ja hin oder klarem Nein hin zu einem Gegenüber. Ja, schauen wir mal. Ne? Ich darf mir selbst vertrauen. Wenn du in einer ruhigen Minute in dein Herz hineinhörst, dann kannst du sicher sein, dass du tatsächlich spürst, was für dich richtig ist. Ja. Wird dir das vielleicht auch bewusst an dem Tag, ne?
wird dir das hinsichtlich eines Gegenübers auch bewusst. Ne? Vielleicht hast du auch schon immer wieder eine bestimmte Entwicklung gespürt. Das kann positiv wie negativ sein. Ne? Also, dass da vielleicht, ja, eine Lüge herrschte, ne? Und hier jetzt Klarheit hineinkommt. Ne? Du schon immer gespürt hast, da ist irgendwas im Busch. Oder, ne, dass auch in die Richtung natürlich schon immer irgendwie auch gespürt wurde, ja, da ist doch was zwischen uns, ne? Ich frage jetzt hier einfach, ne? Oder ich, ja, spreche etwas aus, spreche etwas an. Vielleicht ist es auch dein Gegenüber, ne? Der eben genau das dann auch anspricht, was du schon immer auch gespürt hast. Das kann in der Liebe sein, wie gesagt, ich muss es immer wieder sagen, ne? Dass wir wollen auf alle Energien jetzt schauen, ne? Aber es muss nicht nur in der Liebe sein. Du selbst spürst aber, was für dich richtig ist, auch gerade hinsichtlich bestimmter Aktivität, Tatkraft, ne? Worin du tatkräftig werden solltest, auch das. Ne? Ja, vertrau dir selbst. Ne? Nimm dir einfach auch eine ruhige Minute, ja, eine ruhige Minute, um auf dein Herz zu hören, ja, falls du dir in irgendetwas unsicher bist, ne? Du spürst es ganz genau, ne? Nimm das einfach auch ernst, nimm es an, ne? Gerade auch, ne, wenn du vor irgendwelchen Gefahren gewarnt wirst, ne? Oder Abwägungen zu treffen hast hinsichtlich eines Risikos, was du da eingehst. Ne? Vielleicht auch in Finanzen, ne? Das hatte ich gar nicht angesprochen, aber das gab es hier diese Woche ja auch. Ne? Der Fuchs auf den Fischen, der zeigt schon eventuell auch Betrug in Finanzen an. Sei da einfach auch achtsam. Ne? Ne? Oder in Verträgen, ne? In finanziellen Angelegenheiten, aber vielleicht auch in der Liebe. Ne? Das war ja diese Linie von Herz auf dem Fuchs, Fischen auf den Herz und Fuchs auf dem Fischen. Ne? Hm. Machst du dir selber etwas vor oder gab es tatsächlich Betrug auch in der Liebe oder im Finanziellen, ja, in deiner eigenen Herzenskraft, Energie? Schau mal. Ne? Ich wünsche dir sehr viel Segen. Ne? Fürs Vorankommen und Acht geben. Ja. Alles Liebe und bis morgen, deine Tara von Tarot Rainbow.